fangen wir das Ganze einfach mal an. Wir wollen zwei einstellige Binärzahlen jetzt addieren. Wir brauchen also eine Schaltung mit zwei Eingangsvariablen. A und B sind die Summen. Und dann brauchen wir eine Ausgabe, die Summe. Jetzt wissen wir aber, dass so eine Addition einerseits Summe erzeugt in einem Bit und zweitens noch übertragen. Das Resultat kann zweistellig sein. Also muss unsere Schaltfunktion, die wir jetzt mal postulieren, eine Summe haben, eine Summenausgang haben und eine Ausgang für übertragen. Wenn wir hier A und B haben, bei den Eingängen, wenn die auf 0 stehen, A-Gleichung und B-Gleichung, wollen wir als Summe 0 haben und als Übertrag auch 0. Das haben wir schon ganz am Anfang von der Vorlesung mal kurz besprochen. Genauso wie die 5 addieren kommt ja auch als einer Stelle 0 raus und als 10er Stelle 1. Also hier 0 plus 0 plus 0 und Übertrag 0. Wenn das A auf 0 ist und das B auf 1 ist, wollen wir die Summe 1 haben, übertragen 0. Wenn das A 1 ist und das B 0, dann haben wir Summe 1, übertragen 0. Und wenn die beiden Eingänge auf 1 sind, dann haben wir Summe 0 und das übertragen 1 haben. Einfach genug. Das ist die Wahrheitstabelle für unsere Funktion der Summe. Dann haben wir auch erklärt. Was gehen wir? Eine Schaltung, die wir rauskriegen, die das leistet, die nennen wir Halbaddierer. Warum Halbaddierer? Die können nur zwei einstellige Binärzahlen umgehen. Wenn wir allgemein addieren wollen, brauchen wir hier noch eine Schaltung und einen weiteren Eingang, nämlich den Übertrag von der Stufe vorher. Und da müssen wir gleich die entsprechende Halbaddierung haben. Berücksichtigt genau nicht diesen Übertrag der früheren Stufe. Ich habe jetzt hier oben nochmal die Formel hingeschrieben. Die Summe, das ist gleich A und nicht B oder nicht A und B. Das sind Sie hier. Die Summe ist A und nicht B. Beziehungsweise oder nicht A und B. Nicht A und B. Das definieren wir dann, wenn das hier 0 ist, mit hier 1 und 1 ist hier 1. Wenn das hier auch 1 ist, mit hier von hier 0 und 1. Und genau so alles, das ist hier symmetrisch. Also die Summe wird durch diese Formel hier repräsentiert und der Übertrag, das ist einfach A und B. Sind wir ja hier, A und B, das ist hier 0, 0, 0, 1, und was man passiert. Für uns, weil wir hier. Und das hier, das können wir jetzt in Anführungszeichen mechanisch, ganz formal, transformieren in so eine Schaltung. Ich nehme das A und das hier nicht B. Der Ausgang davon geht hier das ohne. Das ohne betrachte ich jetzt. Geht zurück hierhin, dann habe ich nicht A und B. Das ist diese Summe hier eigentlich nur gezeichnet. Und das hier oben stehen, diese Gleichung, das hier mechanisch dazu. Auch ganz eng. Na und dieser Übertrag besteht schon nicht da, A und B. Wir nehmen A als Eingang, wir nehmen B als Eingang und dann den Übertrag. Wir haben also 1, 2, 3. Dann sagen wir, ja, 5, 6, dann brauchen wir auch die Dimension. Und schon haben wir so
oder auch einfach Wahrheitstabellion nehmen und nochmal ein bisschen. Und nochmal ein bisschen basteln. Dann kann man es auch so aufbauen, um zu sehen, wir haben hier gar keine Sprache, hier. Aufgeschrieben, die Null als Zahl.
Und jetzt müssen wir zu dem hier noch unseren alten Übertrag hinzuzählen. Dann von der Stufe vorher. Dann nehme ich hier noch einen Übertrag. Auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn wir
hier unten ist, das Carry, das beeinflusst den Übertrag hier oben, genau dann, wenn die Summe hier auf 1 steht. Wenn wir bei unserer Rechnung mindestens 1 rauskriegen und wir haben den Übertrag 1, dann kommt ja als Ausgang, der entweder 2 oder 3 raus. Wir müssen also auf jeden Fall den Übertrag setzen. Dann steht hier das Oder. Wenn ich jetzt da sitze und sich denke, das ist nicht verstanden, dann ist es wahrscheinlich am besten, Sie setzen sich nochmal hin, in einer ruhigen Minute, heute Abend oder so, oder zwischendurch, und überlegen Sie sich, Sie brauchen auch nicht die Zeit, wenn man sich überlegt, und oder, Schaltung, beziehungsweise Ihr Gehalt bei Ihrer zusammensetzen und wenn Sie sich überlegen, was muss ich für Resultate erzielen, abhängig von diesen Eingängen. Wir können uns alle Eingangskombinationen ja hier aufschreiben, das habe ich hier auch schon gemacht, und dann die entsprechenden Ausgänge hier angucken, dann sehen Sie auch schon, wie das in diesen Halbwertdiagrammen das Resultat zusammenkommt. Eigentlich nehmen wir hier das Ergebnis von A plus B und addieren nochmal das C hinzu. In dieser Situation für den Volladdierer. Und wenn man sich zwischendurch die Zahlenäquivalente überlegt, hier 0 oder 1, hier 0 oder 1, hier 0 oder 1, das sind mal Zahlen, die validieren. Dann sehen wir schon, können wir jetzt wieder zurückdenken, dann das hat hier auch probiert. Wie wir uns das am Anfang von der Vorlesung angeschaut haben, Oktober angeschaut haben, wenn wir hier jeweils 0 oder 1 haben, hier 0 oder 1, hier 0 oder 1, wenn wir zusammen addieren wollen, dann kommt eben eine Zahl zwischen 0 und 3 raus. Das schafft gerade hier die Möglichkeit unserer Ausgänge der Summe und des Übertrags und der Schaltung aus. Und dieser Übertrag hier, das ist der von der nächsten Stufe, das ist hier der von der alten, das habe ich hier dann mal so aufgezeichnet, ein Paralleladdierer. Wir haben jetzt hier die 0. Stelle des Operanden A, hier die 0. Stelle des Operanden B, hier die erste Stelle des Operanden A, die erste Stelle des Operanden B, die zweite, die verschlägt sich in die Pünktchen, die minus erste Stelle und die endliche Stelle, A, N und B, N. Was jetzt passiert ist, dass der Halbwertdiagramm mal ausrechnet und Summe, Übertrag, wenn ich die Summe von dem Übertrag ausführe, das ist die Summe an der Stelle, nur die hinterste Stelle. Den Übertrag, den führen wir jetzt so hier gezeichnet, hier, das C, das ist das da, den führen wir jetzt hier in den Halbwertdiagramm für den Vollwertdiagramm für die Stelle 1 hinein. Er rechnet also hier die Summe raus, die Summe kommt hier raus, wird verknüpft mit dem Übertrag hier von der Stelle 0. So wie wir es hier oben hatten, hier haben wir die Summe 1 und den Übertrag von der ersten Stelle. Den Übertrag von der ersten Stelle geht jetzt in den zweiten rein und so weiter. Den Übertrag von der Stelle in minus 2 geht hier rein. In den Addierer von der Stelle in minus 1, den Übertrag in Summe n minus 1 kommt hier raus, Übertrag n minus 1 geht hier rein, in Summe n. Und natürlich hier noch einen weiteren Übertrag in die Stelle. Dieser weitere Übertrag, das ist die Stelle 2, das war fertig. Dieser weitere Übertrag, das ist ein Überlauf. Das kann es natürlich auch passieren. Das hatte ich ja ganz am Anfang der Vorlesung im Oktober auch aufgeschrieben, wenn wir zwei Zahlen addieren. Schreibt das ein bisschen unvorsichtig an die Tafel. 17 und 98. Dann haben wir hier 5. Wir haben hier in einem Übertrag 10, 11. Und jetzt haben wir keinen Platz. Hier ist kein Platz.
dafür ist, sozusagen die Metapher getan. In einem sogenannten 32-Bit-Rechner haben wir für das Rechenwerk Eingänge A0 bis A0B0 bis A31, B31 und 32 Stellen, mit denen wir rechnen können. Im 64-Bit-Rechner haben wir hier von 0 bis 63 die Eingänge. Eine Integerzahl, die 64 Bit haben, die sind schon ziemlich groß und zum täglichen Leben des Datenverarbeiters kommt ja nicht mehr vor. Aber so ein 64-Bit-Rechner hat nicht deshalb 64-Bit, weil man so große Zahlen berechnen kann, sondern in der Abschnitt transportieren kann. Statt 2x32 zu transportieren, braucht man nur einmal 64 zu transportieren. Man muss sich hier, wie ich sagen würde, klar machen, dass wir jetzt hier aus diesem einen Bit addieren. Ein Halbleiter gehabt, ein Bit Halbleiter, aus dem haben wir zwei solchen Dinger gebunden, dann werden die Vorderleitungen gebaut und dann haben wir mit 32 solchen, nee, wir müssen das weglassen, dann hat hier noch 32 Bitzahlen zusammengesetzt. Oder mit 64 Bitzahlen. Und wenn wir mal als Kleinrechner brauchen, auch nur 8 von denen zusammensetzen, dass die 10 von denen zusammensetzen. Denn der Prozessor, der hier drin ist, ist wahrscheinlich nur ein 8-Bit-Rechner. Da wird dann 8 von diesen hier gebraucht, oder 16. Ein bisschen mehr als der Warnrechner. Das muss man trotzdem sagen, die wird nicht so eingeschränkt sein, wie man programmieren. Jetzt haben wir ein kleines Problem hier mit diesem Schalter. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Ich habe es natürlich auch schon auf die Folie geschrieben, was das Problem ist. So, das ist da begegnet. Aber ich muss es natürlich schon noch erklären. Diese Halbaddierer, die können unabhängig voneinander arbeiten. Wir haben hier dieses Bit, wo können wir rechnen? Der hier, wir haben das Bit A1, B1, wir haben A2, B2, A3, B3, A20, B30, A31, B31. Alles prima und unabhängig voneinander gerechnet werden. Das Dumme ist, dass das hier, dieser Halbaddierer, der muss natürlich warten, bis hier der Übertrag fertig ist. Und dieser Halbaddierer hier, der nächste, der hier ist, der unten, der da, der muss warten, bis der hier fertig ist. Und der hier muss warten, bis die Folie fertig sind. Und der muss warten, bis das da und das da fertig ist. Also, dieses Kern, das wir hier gemacht haben, das pflanzt sich so seriell dadurch. Und der kann erst anfangen zu rechnen, habe ich nur Sekunden, nachdem der hier die Eingänge gekriegt hat. Und wenn wir jetzt mit 64-Bit-Addierer basteln, können wir zwar die ersten Stunden hier parallel machen, aber das hier ist eigentlich inhärent seriell. Es geht immer hintereinander, denn das hier hinter dem ab ist, wenn der fertig ist, können wir losrechnen. Beziehungsweise der hier das gültige Resultat produzieren. Das wäre natürlich lässig, unser Paralleladdierer, den wir hier zu viel Aufwand von später haben, funktioniert gar nicht so richtig parallel, sondern der muss hier, der hier muss auf 31 Stufen vorher warten. Das ist eine wesentliche Geschichte. Das haben wir auch schon vor vielen Jahren gemerkt. Und weil man die Rechner natürlich schneller kriegen wollte, hat man dann zu den Nachrichten schon was machen und das braucht so eine Carry-Look-Entschaltung. Carry-Look-Entschaltung bringt es fertig, diese Carries hier parallel oder stufenweise vorher, nicht ganz parallel, aber immerhin
kürzerer Wartezeit als seriell zu erzeugen. Als ich in der technischen Informatikvorlesung, ich glaube, das hieß irgendwie anders, elektrotechnische Grundlagen der Informatik ist das, saß, da hat ein Professor Schächer in München dann diese Periodenschaltung angefangen zu malen. An die Tafel mit Kreide. Und ich habe nach so 5 bis 10 Minuten auch aufgegeben. Die Tafel wurde immer voller mit Gattern. An dieser Stelle, das hat nichts mit Magie zu tun, aber an dieser Stelle vertröste ich Sie und zeige Ihnen, diese Periodenschaltung gibt es. Aber was die doch parallel an ihrem Bau können, ist auch nicht schnell sind. Aber ich möchte Sie hier in der Vorlesung einfach nicht erklären, weil ich Sie nicht auf diese Weise zum Einschalten möchte. Ich möchte aber auch sagen, dass der Professor, der das damals in der Vorlesung, die ich besucht habe, ein Tafelzentrum, das war einer der ersten. Das war, die deutschen Rechner gebaut haben. Der hat in den 50er Jahren ein Ding gebaut, das ist Perl. Und an der Theologie. Das war schon eine ganz tolle Leistung damals. Und der hat eben auch vorgeführt, was er da konstruiert hatte, an dem Rechner, den er selbst gebaut hat. Also man kann aus dem hier zusammensetzen, einen Paralleladdierer bauen. Der ist noch nicht besonders schnell, der Paralleladdierer, weil das ganz parallel ist. Periodenschaltung können wir schnell machen, den Paralleladdierer. Aber um Ihnen zu zeigen, dass man einen Computer mit solchen Gattern bauen kann, reicht es, wenn ich den Paralleladdierer so aufzeichnen, er ist halt auch ein bisschen langsam. Das, was wir hier in der Vorlesung erzeugen, als Vorlesung zeigen, wie man einen Rechner aufbauen kann, das wird kein super schneller Rechner. In dem Sinne können wir jetzt dann auch hier sagen, okay, das mit dem Papierer, das haben wir hingekriegt, wenn auch nicht schnell, aber immerhin können wir einen bauen. Geht. Und was wir damit natürlich auch hinkriegen, das habe ich ja im Oktober schon erzählt in der Vorlesung, ist, wenn wir addieren können und negieren können, dann kommen wir ganz schnell zurück. Negation und das kriegen wir schon hier, das noch so. Können und die Negation drauf haben, dann können wir auch subtrahieren. Hier das Komplement. Das haben wir im Oktober besprochen. Und wenn wir addieren können, dann können wir auch multiplizieren. Beziehungsweise dividieren. Das multiplizieren wir nicht vorführen, das dividieren ich nicht mehr vorführen. So. Also wir können die viel Grundrechte haben. Jetzt müssen wir uns die Überschrift hier, die dies rechnen und speichern. Jetzt müssen wir uns angucken, wie wir speichern. Und für das Speichern brauchen wir jetzt eine Schaltung, die einen Wert, den wir da reingesteckt haben, eine Weile lang aufhebt. Aufhebt im Sinne von, wir setzen diese Schaltung, die hat hier 2 Eingänge und hier oben 2 Ausgänge. Wir setzen die Schaltung irgendwie mit unserer eingängigen drüber in den Zustand, dass das hier der 1 ist und das hier das Gegenteil 0. Und wir wollen, dass diese Schaltung, solange es Strom hat, solange die Spannungsfrage Strom hat, das ist natürlich ein bisschen Ausdruck, solange dieser Schaltkreis hier Versorgungsspannung an den Schaltkreis anliegt, wollen wir, dass wir hier das Gesetz haben, das ist hier auf 1 und 0 steht, und wenn wir hier das zurückgesetzt haben mit R, Reset, dass es dann auf 0, 1 steht.
diese staatlichen Postulieren erstmal. Und wenn wir das können, wenn wir eine Zelle haben, drücken wir auf den rechten Knopf, dann steht hier auf 1. Wenn wir auf den linken Knopf drücken, dann steht hier auf 0. Und dann wird die Spannung anliegt. Auch wenn wir die Finger von den Eingangsknöpfen wegnehmen, dann haben wir Speicher. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Dazu benutzt man hier in dieser Schaltung, das ist am einfachsten erklärt, NOR-Gatter. Nicht oder. Und da habe ich hier die Schaltung wohl hingezeigt. Das ist die Oder-Schaltung. Da oben der schwarze Punkt ist die Negation. Was das nicht ist, ist NOR, das ist auch nicht oder. Diese Schaltung, die funktioniert, weil hier innen drin so eine Rückkopplung gebaut wird. Der Ausgang hier, der ist hier auch wieder Eingang. Der Ausgang, der ist hier wieder Eingang. Diese Rückkopplung, die benutzen wir jetzt, um diese Schaltung selbsthaltend zu machen. Selbsthaltend im Sinne, wenn der Ausgang hier mal 1 ist, dann sorgt diese Rückkopplung dafür, dass er 1 bleibt. Das wollen wir uns hier anschauen. Also sagen wir mal, wir setzen hier, die Schaltung ist in einem Zustand, wir setzen hier eine 1, also hier dann, ne, den Knopf drückt man nicht, das ist 0. Den setzen wir jetzt mal auf 1 kurz. Hier kommt eine 1 rein. Egal was hier reinkommt, das ist ja ein Oder, wenn hier eine 1 reinkommt, kommt hier eine 1 raus. Die Negation macht es zu 0, wir haben hier eine 0. Und führt dann hier eine 0 ein. Hier ist ja auch noch eine 0. 0 oder 0 gibt 0. Negiert 1 und hier oben eine 1 raus. Hier kommt eine 1 hin. Jetzt könnten wir die 1 hier wegnehmen. Wir haben ja hier immer noch eine 1. 1 oder 0 gibt 1, kommt hier eine 0 raus. Hier die 0 rein, geht hier die 0 rein, 0 oder 0, geht 0, negiert 1, kommt hier eine 1 rein. Diese 1 sorgt also dafür, dass hier eine 0 rauskommt, wenn hier eine 0 ist, macht die Negation hier immer eine 1 und die sorgt dafür, dass das hier 0 bleibt. Die 1 hier sorgt dafür, dass das 0 ist. Und so bleibt diese Schaltung in dem Zustand, bis wir hier eine 1 anlegen auf dem Reset. Das S Set sei 0, das Reset sei 1, 1 oder 0, gibt hier eine 1, gibt hier eine 0, hier kommt eine 0 rein, hier kommt eine 0 rein, macht hier eine 1, das ist ein Strich auf 1, das Q auf 0, diese 1, die hier rauskommt, sorgt dafür, dass wir das 1 hier direkt nehmen, dass wir hier oben 1, dass wir hier 0 haben und so weiter. Das ist ein sogenanntes RS-Flip-Flop. Das zeigt dann etwas mit Schaltung und so. Mit solchen NOR-Gattern ist das ganz einfach. Ist das jetzt mal relativ einfach aufgebaut? Wir können uns das auch, ja, wenn man Hard-Transistor nimmt, kann man das zusammenbasteln. Oder wenn man in den Laden geht und oder Mail-Order, ne, bei irgendwo, sich solche NOR-Gatter kauft, die sind da, sind 74 und 2, da sind 4 NOR-Gatter drauf. Diese NOR-Gatter, die 4 Stück, 2 davon nehmen wir und schalten so die Ausgänge so auf die Eingänge gegenseitig. Dann haben wir mal auch hier ein kleines R und ein kleines S auf den Chip drauf und schauen wir mal, was soll denn mit der Hälfte von so 74 2 und den Flopper baut. In 74 und 2 können wir also eine richtige Eingangsbeschreibung.
Schalte zwei Flipflops machen, dann kannst du halt nicht speichern. Mein Doktorvater hat uns mal in der Vorlesung erzählt, da haben wir als Übungsaufgabe, also er hat es ausgedacht, dieser Schutz ist, gesagt, Studenten sollten sich überlegen, ob man das nicht irgendwie auch in anderer Art der Bauern kann. Ja. Und tatsächlich hat einer von den Studenten, der war mit Dobczynski damals, sowas mit Holz gebaut. Mit Holz, Nägelchen und Spüren. Weil es wirklich gemacht, so sowas, eine Ersatzmechanik dafür zu bauen. Für so einen Flipflop. Ich kam mit Feld raus und konnte ziehen und eingestellt und selber gehalten. So im selber Halten meine Nägelchen da. Ja, also dieses RS-Flipflop, das macht elektronisch, das wir so brauchen. Sich selbst halten. Und solange er Spannung anliegt, merkt das den Zustand. Die Schaltfunktion von so einem RS-Flipflop, Q und Q', ne, das ist hier R oder Q', negiert. R oder Q' negiert das Q. Und das kann man jetzt nochmal umformen, wenn man nämlich hier einsetzt, Q' ist S oder Q negiert. Das kann man jetzt nochmal einsetzen, man muss das umformen. Die entsprechenden Formeln dafür. Und hier haben wir die Wahrheitstafel. Wir haben bei unserem Flipflop hier noch ein kleines Problemchen. Und dieses eine kleine Problem, das ist, wenn beide das R und das S auf 1 stehen, dann gehen die eigentlich ausgehen, beide hier auf 0. Und das kann man sich hier auch ganz einfach überlegen, sobald hier das da 1 ist und das hier 1 ist, ist natürlich hier 0, weil jetzt hier 1 und hier 1 ist, oder geht auf 1, die Negation macht 0 drauf und so weiter. Sobald man jetzt die Eingänge wegnimmt, dann fällt das in einen komischen Zustand. Das wäre ein Zustand, den wir nicht von dem kennen. Also beide Eingänge auf 1 setzen, ist verboten für unseren RS-Flipflop. Das ist ein undefinierter Folgezustand. Wenn wir beide Eingänge auf 0 lassen, also die Ruhe lassen, in Anführungszeichen, hält das Flipflop den Zustand, den wir im Augenblick vorher haben. Mit einem Augenblick, dass das jetzt mal so scharf steht und so bekommt. Ein Augenblick vorher. Wenn er gleich 0 und S gleich 0 ist, haben diese beiden Zustände. Das kann entweder Q gleich 0 und Q' gleich 1 sein oder gleich 1 Q' gleich 0. Fast immer gilt das hier, außer ja, das illegalen Eingangszustand. Wenn wir umschalten, haben wir auch noch Zustände, die nicht so aussehen. Also während das Flipflop arbeitet, wenn wir hier auf S, eine 1 anlegen und dann auf R eine 1 anlegen, dann gibt es auch Zwischenzustände. Wir können also erst was machen, die dann ein bisschen später den Ausgang anschauen. Wir sollten erst ein bisschen später den Ausgang anschauen und haben diese Konfiguration, diese Ausgangskonfiguration. Das ist das mit Norris aufgebaute RS-Flipflop. Man kann mit Norris und Flipflop auch mit Nans aufbauen, dann hat es gerade die invertierte Logik, geht aber auch. Dann brauchen wir hinten dran an den Ausgängen nochmal die Wörter und dann haben wir hier das RS-Flipflop, so wie es hier gemeint hat. Das Wort kann ich hier gar nicht versprechen, was ich hier erzählen möchte. Das ist hier an dieser Stelle erzählen möchte. Wir können speichern, solange es Strom hat. Sorgenspannung hat für unseren Schalter. Können wir hier speichern.
Ich habe hier gesagt, hier in dieser Zeile, während der Umschaltung als Zwischenzustände. Zwischenzustände bedeutet, dass wir nicht nur das richtige Ergebnis sehen. Wir müssen unsere Schaltung Sekunden oder sowas, vielleicht sogar noch weniger Zeit lassen zu umschalten, bevor wir uns gegen angucken können. Und wenn wir diese Bausteine zusammensetzen, dann haben wir genau das Problem, dass die Ausgänge hiervon natürlich wieder anders eingängig sind. Und dass wir also dafür sorgen müssen, dass diese Zwischenzustände während der Umschalterei vom Nächsten, der von diesen Eingängen abhängt, nicht berücksichtigt werden, sondern erst der Endzustand, ausgerechnet sozusagen, der gültige Ausgangswert. Wir müssen also dafür sorgen, dass die anderen Gattungen der Nachkommen nicht immer auf den Ausgang, nicht immer auf ihre Eingänge, außer das vorhergehende, sondern nur zu einem definierten Zeitpunkt, zu dem wir sicher sind, dass der vorher alles berechnet hat, zu dem wir berechnen sollen. Und dafür brauchen wir diese Taktsteuerung. Bei jeder Schaltung wollen wir erstmal die Eingangswerte, die gehen ja auch nicht, wenn ich sage, wir drücken auf die Taste, es geht von 0 nach 1, nach 0, das kann ja nicht, das erklärt es auch die Physiker, das kann ja nicht wirklich zeitlich so geben, sondern, ja, das ist gleich der Quotientenschnitt, sondern es ist ja nur so. So. Wenn wir einen Eingang verändern, dann dauert es eine Weile, bis sich der Wert aber stabilisiert hat. Also diese Zeit hier müssen wir warten. Nachdem wir den Eingang verändert haben, angefangen haben, den Eingang zu verändern, bis er wirklich verändert ist. Also den Eingangswert stabilisieren lassen. Und dann geben wir unsere Schaltung in Übernahmepuls. Und diesen Übernahmepuls, aus dem machen wir jetzt das, was man Takt nennt. Die Eingangswerte von unserer Schaltung, die werden nur berücksichtigt, wenn wir eben für diese Schaltung einen Takt geben. Und einen externen Impuls, und jetzt kannst du damit arbeiten, jetzt kannst du damit rechnen. Das ist ein Takt. Und beim Flipflop, können wir es zum Beispiel so machen, dass übernimmt die eingängige Set bzw. das Reset 1.0, 0.0, 0.1 nur dann, wenn der Takt beim Eingang abfällt. Und Takt, den können wir uns das vorstellen. So, und dieses Flipflop ist eins, das übernimmt den Eingang. Wenn der Takt, die Taktflagge fällt, das hier, Flaggenbeschleunigung, Flipflop bei ansteigender Taktflagge, übernimmt den Eingang mit hier. Diese taktgesteuerten Flipflops, die leisten das, dass dieser Eingang hier sich nur dann auswirkt zu einem definierten Zeitpunkt, nämlich bei der Taktflanken fallen oder Taktflanken steigen. Ich habe hier nochmal ein kleines Bild, um diese Abhängigkeit von den Flanken, die Resultate dann anzuschauen. Hier oben haben wir den Takt, der anliegt. Jetzt allgemein an der Schaltung. Können wir auch den Flop nehmen. Nehmen wir einfach mal einen Takt. Und hier unten habe ich die Daten, die am Eingang anliegen.
Und hier den breiten Impuls. Dieser breite Impuls, der liegt an, wenn der ansteigen und wenn der abfallen Flankenkontakt hat. Diese nehmen gar nichts ab. Liegt dann auf Null, sowohl bei der steigenden als auch bei der fallenden Flanke. Hier, das ist interessant, da seien die Daten, das machen wir beispielsweise hier, so liegen die Daten auf 1 bei der steigenden Flanke, bei der fallenden Flanke liegt sie auf 0. Hier an dieser Stelle, 0 bei der steigenden Flanke, 1 bei der fallenden Flanke und hier, da ist ein kleiner Impuls zwischen steigender und fallender Flanke. Einfach mal so. Jetzt schauen wir uns an, wie das auf unsere Schaltung sich auswirkt. Nur mal anders wäre jetzt der Set-Impuls. Wenn wir den Flip-Flop haben, das auf die positive Flanke reagiert, nehmen wir lieber keinen Flip-Flop, sondern nur einen Verstärker. Aber der ist auch taktisch gesteuert. Der schaut auf den Eingang und auf den Takt. Wenn die steigende Taktflanke ist, der Eingang steht auf 0, dann schaut er mit seinem Ausgang, der Verstärker, auf 1. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ausgang von unserem Verstärker. Zu diesem Zeitpunkt ist der Verstärker, mein Eingang ist 1. Also muss ich meinen Ausgang auch auf 1 stellen. Bei der fallenden Flanke denkt er überhaupt nicht nach. Schaut er den Eingang nicht an. Er weiß, ich kann trachte Eingänge nur bei steigender Flanke. Also schaut er hier nicht hin. Zu diesem Zeitpunkt bei der steigenden Flanke guckt er nochmal auf den Eingang, sieht, das ist ein 0. Also muss ich meinen Ausgang auch auf 0 ziehen. Jetzt läuft es ein bisschen weiter. Er sieht hier den Eingang auf 1 steht bei der steigenden Flanke, schaltet er also auch auf die 1. Später hier zu diesem Zeitpunkt steigende Flanke, sieht er hier am Eingang 0, zieht er seinen Eingang auf 0. Steigende Flanke, Eingang 0, wir lassen den Eingang auf 0. Steigende Flanke, Eingang 0, wir lassen den Eingang auf 0. Steigende Flanke, Eingang 0, wir lassen den Eingang auf 0. Den hier merkt er nicht. Den hier, der reagiert hier unten, das ist stärker, der auf die negative Flankenkontakt reagiert. In der negativen Flanke ist der Eingang auf 1, setzt den Ausgang auf 1, ist der Eingang auf 0, setzt den Ausgang auf 0. Ist der Eingang hier ein bisschen auf 0, dann ist der auf 0. Eingang bei der fallenden Flanke auf 0, wir lassen den Ausgang auf 0. Eingang bei der fallenden Flanke auf 1, wir setzen den Ausgang auf 1, 0, 0 und hier auf 0, 0 ist auf 0. Sie sehen also, dass die beiden, der hier reagiert auf den positiven, der hier auf die negative Flanke, die reagieren also etwas anders auf denselben Satz von Eingangsfragen. Aber ziemlich individuell zu verdeutlichen, dass es schon einen Unterschied macht mit der steigenden und der fallenden Flanke. Müssen wir jetzt auch. Und zwar bei dieser Sprung hier. Das ist noch was, wie hier oben, die sogenannte Master Self-Flip-Flop, das braucht man jetzt noch. Und zwar haben wir zwei Flip-Flops, den Master und den Self, und die arbeiten phasenverschoben. Dieses Flip-Flop reagiert auf die steigende Flanke, drei schwarz, das hier reagiert auf die fallende Flanke. Oder auch weil der Takt zuerst steigt und dann fällt, dann geht das jetzt zuerst und dann ist es dann. Das Angenehme hier dran ist, der Master hier, der da, der benimmt den Eingang, diesen hier, die Stelle des Eingangs, wenn die steigende Taktflanke kommt. Dann liegt hier, je nachdem, wie das Set mit dieser Stand, 01 oder 1001. Am Ausgang liegt aber noch der alte Wert an. Der wird erst übernommen, die neue Konfiguration wird hier.
die erste übernommen, den Selbstmittel von uns, nämlich die fallende Flanke vor. Weil fallende Flanke schaut nämlich hier auf das, was am Master anliegt, und setzt entsprechend. Das hat den Vorteil, dass er hier seine Werte noch hält, wenn er hier schon die neuen Werte übernimmt. Wir stecken also hier rein bei der steigenden Flanke. Und der hat noch den Wert für die nächste Stufe hier, das, was jetzt nachkommt. Von vorher, der hat erst wenn die fallende Flanke kommt und der, die nicht mehr reagiert, der reagiert nur die steigende Flanke, der macht jetzt dann nichts mehr. Der hier auf die fallende Flanke reagiert und diesen Wert hier wirklich als Ausgang übernimmt. So, wo machen wir das? Ich zeige mal hier, ich bringe jetzt mal hier hin, das war beim Schieberegister. Und das Schieberegister, das ist jetzt gerade das Teil, das man von zwei multiplizieren kann. Wir haben hier die beiden zusammen, die habe ich jetzt mal hier ins Kästchen reingezeigt, 1, 2, 3, 4, 6 solche Master-Set-Flip-Flops hintereinander. Das ist ein Schieberegister mit 6 Werten. Wenn ich hier eine 1 reinschreibe, hier 0 und hier 0 und hier 0 und hier 0 und hier 0, 1 reinschreiben heißt, ich drücke mal auf den Z-Eingang, hier eine 1 reinschreibe, Z-Eingang, die sagen wir mal, der steht hier auf 0, hier auf 0, hier auf 0, hier auf 0, hier auf 0. Hier auf 0. Wenn ich hier den Z auf 1 setze, dann geht ein Takt durch. Und nach einem Takt springt der 1 hier. Hier ist nach 0, 0, 0, 0, 0, noch ein Takt. Dann wird dieser 1 hier genommen. Wie setzt er das? Wenn ich hier die 0 nachziehe, kommt hier eine 0 rein, steht hier eine 0, hier steht eine 1, hier steht eine 0, 0, 0, 0. Und bei jedem Takt Ausschluss 1 weiter. Wenn hier ein 1 drin stand, beim nächsten Tag steht der 1 hier drin, und das hier mit dem Stellenwert betrachten, dann haben wir jetzt diese 1 multipliziert, 2 durch das 0, jetzt ist es 4, 8, 16 und 32. Wenn wir hier die Stellenwerte einer, dann 2 hoch 1, dann 2, 2 hoch 1, zuordnen. Auf die Weise können wir das basteln, die Schieberegister bauen, die ich für die beschleunigte Multiplikation postuliert hatte. Da habe ich nämlich hier geschrieben, wir müssen shiften. Im Oktober. Diese shiften, das machen wir mit so einem Schieberegister und vom Schieberegister bauen wir was das Leben. So ein Master-Slave-Flip-Flop ist in jeder Hinsicht praktisch. Da können wir also hier den Eingang anlegen. Wir können sicher sein, dass wir den hier, der linke Teil arbeitet, der Master, bei der steigenden Flanke, dass der seinen Ausgang noch nicht verändert. Und dass er so mit der fallenden Flanke mit der hier schon hinzugeht. Wir haben also eine Schaltung, mit der Eingang und Ausgang zeitlich kompetent. Hier beim Schieberegister benutzen wir das. Das Schieberegister kann auch den Ausgang hier annehmen. Also dieses Master-Flip-Flop nimmt den Ausgang hier von Slave-Flip-Flop, der in dem schon was Neues in sich reinnimmt. Und sozusagen den großen Zwischenspeicher. Das kann man benutzen als digitale Verzögerungsleitung. Das ist nicht so wichtig. Das benutzen wir für digitale Filter, insbesondere benutzen wir es auch zum Multiplizieren. Für unsere Schriftregister. Solche Schriftregister kann man auch für interessante andere Sachen benutzen, über die ich hier gar nicht länger sprechen möchte. Also das Master-Slave-Filter, das ist ein nützlicher Speicher, den wir immer wieder brauchen. Ich habe jetzt hier noch ein Beispiel für eine Flip-Flop-Anwendung, die
Und ich erzähle die Flipflops, die Flipflops, die auch noch interessant ist, wenn ich einen Zähler. Dann war bei dieser Schaltung hier wieder ein Tag, der geht hier rein, Flipflops. Und diese D-Flipflops legen wir an den beiden Eingängen in 1 an. Das ist jetzt Absicht, die D-Flipflops. Wenn man hier an beiden in 1 anlegt, also ein D-Flipflop, dann bewirkt das, dass die bei jedem Takt umschalten, den Ausgang. Also das Q1, und das liegt ja hier auf 1, wenn hier eine 1 anliegt, da und da, und es kommt Takt, dann schaltet das U-Flipflop, das D-Flipflop gerade um. Wenn er hier der Ausgang 0 war, der Ausgang 1. Wenn der Ausgang 1 war, der Ausgang 0. Jetzt war der Takt. Das erste hier, wenn wir hier 1 anlegen, schaltet also von 0 auf 1, von 1 auf 0, 0 auf 1, 1 auf 0, 0 auf 1, 1 auf 0. In der Zeit, jetzt mal den Takt aus. Der Takt, der liegt auf, wenn wir den Takt haben, der geht, das ist die Zeit, der Takt geht auf 1, auf 1, auf 1, auf 1, auf 1, auf 1. Das Q1, das geht am Anfang auf 0, dann 1, dann 0, dann 1, dann 0, dann 1. Das Interessante ist, dass dieses Q1, das führen wir jetzt hier hinein. Wenn wir an so einem D-Flip-Flop eine 0 anlegen, dann schaltet der Ausgang nicht um. Das D-Flip-Flop schaltet den Ausgang nur um, wenn diese Eingänge auf 1 liegen. So ist es verstanden. Das Q2 wird also bei jedem Takt, je nachdem, anlegen, mal umschalten, mal nicht. Q2. Wenn wir hier am Q1 eine 0 haben, dann schaltet es nicht um. Mal ganz mal hier. Wenn wir das Q2, das war auf 1, das war auf 0 vorher. Wenn wir hier 0 haben, es kommt Takt. Da haben wir sie nicht auf 0, schaltet also nicht um. Jetzt liegt 1 an, es kommt Takt, dann schaltet dann um. Steht auf 1. Jetzt kommt 0, der schaltet nicht um. Hier, jetzt kommt eine 1, bei den Takt hier, da ist der ein bisschen weggegangen. So, schalte auf 1, ich will nicht schlecht eine 1, schalte mich um. Jetzt kommt wieder eine 1, ich schalte wieder um. Jetzt kommt eine 0, schalte nicht um. Jetzt kommt eine 1. Und so weiter. Wir haben jetzt also hier, der hier schaltet bei jedem Takt um, der hier schaltet bei jedem zweiten Takt um, das ist Q2. Wenn wir jetzt diesen Ausgang hier, dem Ausgang zusammennehmen und uns zusammenschalten, dann sorgen wir dafür, dass das hier nur bei jedem vierten Takt, die beiden müssen hier zusammen sein, über jeden vierten Takt dann mal auf 1 liegt. Das schaltet also nochmal halb so oft um, dass hier bei jedem achten Takt auf 1 schaltet nochmal halb so oft um. Das hier sollte nicht mehr so über 67 Takt hier eine 1 anliegt. Bei jedem achten Takt liegt eine 1, bei jedem vierten Takt liegt eine 1 an. Über hier 16 Hertz anlegt, 20 Mal, gibt es 100 Hertz. Das hier
4, Römer 7, 16, eine 1 ankommt. Puls ankommt. Muss also reduziert auf ein Herz sozusagen. Diese Schalter, diese Zähler, die können wir einerseits in unserem Computer zählen, wer es nötig ist. Oder andererseits gibt es jetzt auch um diese Division durch 16 zum Beispiel. 16 Puls rein, dann kommt einer raus. Die eigentliche Anwendung, nicht die eigentliche Anwendung, die Anwendung, die ich hier raus möchte, die ist eigentlich die Uhr. Nehmen wir mal an, wir haben einen Takt von, also wir haben hier 32.000 Impulse pro Sekunde. Und wir nehmen so eine Schaltung und dividieren hier durch 32.000. Und das können wir machen, indem man hier diese Konstruktion hier richtig macht, hier und so, oder so richtig verknüpft. Und mit 32.000 einen Takt hat, der 32.000 Oszillator hat, mit 32.000 Mal pro Sekunde hin und her springen, 32 Kilohertz Takt hat, man produziert das hier am Ausgang ein, dann mit 1 Kilohertz Takt. Und das, also ein Herztakt, ein Kilohertz, ein Herztakt. Dieser Takt von 1 Hertz, einmal pro Sekunde in Schwingung, das braucht uns zum Beispiel immer nur. Unsere Quarzuhren, die haben einen Schaltkreis da drin, einen Schwingkreis, der erzeugt, sowas da oder auch, wo auch immer mit umschwingt, ist dann nicht mehr auch. Steckt hier überall hinten ein kleines, so ein Quarzteil drin. Was da passiert ist, was da gemacht wird, ist, dass da ein Schwingkreis eine Schwingung erzeugt, die so ungefähr 32 Kilohertz und das Doppelte und das Vierfache und sonst müssen wir alles dividieren, das auf ein Herz runter zu teilen. Und dieser Schwingkreis wird durch Quarz stabilisiert. Den Quarz, den muss man richtig schalten und dann sorgt er dafür, dass dieser Schwingkreis, den man hat, auf einer definierten Frequenz schwingt. Sagen wir mal 32.000 Hertz, 32 Kilohertz. Dieser, um die Sekundentakt zu kriegen, muss man ihn auf 32.000 dividieren. Das macht man mit so einer Schaltung natürlich ein bisschen gebaut und aufgebaut. Hier haben wir ja nur 16 geteilt, müssen wir 32.000 teilen. Und diesen Sekundentakt, den kann man dann benutzen, um die Sekundenstellenanteile zu schalten. Wenn man nochmal durch 60 dividiert, beim Minutentakt. Wenn man nochmal durch 60 dividiert, Stundentakt, und durch 24 Minuten haben wir einen Tagestakt. Und so kann man sich so eine Uhr bauen. Diese Uhr hier, die wird, naja, da lässt man dann einen Sekundenzeiger hängen, den haben wir jetzt hier nicht, der lässt einen Motor, Schrittmotor mit Impuls bei jeder Sekunde eins weiterrufen, das dividiert durch 16 diesen Sekundentakt, dann lässt man den Minutenzeiger jede Minute weiterspringen und so weiter. Also eine Uhr, die kann man mit so einem Schwingkreis und einem Takt, der Schwingkreis wird mit dem Schwingkreis aufbauen, der Schwingkreis wird durch den Quarz stabilisiert. Der stabilisierte Takt wird auf so eine Zählerschaltung losgelassen, beziehungsweise Divisionsschaltung, dann durch was, durch die festen Devise hier und wir haben einen Sekundentakt. Also, kann man eine Uhr bauen, einerseits hier die Wand von dem Hörsaal, für mich in meiner Armbanduhr, oder eine Uhr bauen für unseren Computer. Wenn hier oben die Uhrzeit läuft, dann die können wir mit so einer Schaltung erzeugen. Ja? Hans, haben ja gesagt, das ist so ein Glück, der Speicher in der Nähe nicht umschaltet. Umschaltet, diese Defekt, ob es aber jeden Tag schaltet. Wenn der Eingang auf 1 liegt, wenn der Eingang auf 0 liegt, schalten Sie nicht auf die Ausgabe. Ich bin dort, weil Sie haben ja zwei Eingänge und die sind nach dem Punkt. Ja. Und haben auch mal gesagt, das bei den D-Flip, ja, ich weiß, bei den D-Flip-Flops, die sind ein bisschen ausgeschrieben, da machen wir es gerade so, dass die beiden Eingänge dafür sorgen, dass die Buchschaft. Das ist ein bisschen anders mit Flops.
Trommelflipflop gibt es auch. Den Flipflop. Weitere Fragen? Nein? Lass uns mal schauen. Vielleicht doch, um es nicht zu fragen. Jetzt möchte ich auf diese Folie, das wir bisher hatten, zusammenbauen. Wir haben hier in der Mitte mal die Addition gemalt. Oder aufgezeichnet. Das hier ist ein Halbaddierer, das ist ein Volladierer, 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 Volladierer. Hier vorne kommt der Überlauf raus, Alarmglocke, und das hier symbolisiert, und hier geht jedenfalls jedes Mal ein Überlauf, ein Carry, hier Carry, geht die nächste Stufe rein, so ein bisschen feiner zu produzieren. Das ist mein. Diese Parallel-Addierung, die ich schon hatte. Und jetzt habe ich hier oben Flipflops. Hier eine Reihe von Flipflops. Wenn ich hier 32 Eingänge für den Addierer habe, 32 A und 32 B, dann habe ich hier oben 32 solche Flipflops nebeneinander. Ich kann hier dann die Eingänge der Bitkombination legen. Wenn der Strobe kommt, dann fallen die Flanken und bedenken sich hier ihre Eingänge hier auseinander. Aber nur wenn der Strobe kommt. Wir können hier oben anlegen, was wir wollen. Nur wenn dieser Impuls, dieser Strobe kommt, übernimmt das Register, das was hier an den Eingängen ist, mit einer 1 ist, liegt hier eine 1, aber mit einer 0 liegt hier eine 1, aber nur da. Das Job. Also wir gehen von außen, wir ziehen an dieser Leitung. Die Flipflops übernehmen die Eingänge hier. Zu einem anderen Zeitpunkt legen wir hier an diese Eingänge von dem B-Register, sind das Register, diese Flipflop-Kombination da, Flipflop sammeln wir nebeneinander. Zu einem anderen Zeitpunkt haben wir hier die richtigen Eingänge, die richtigen Werte und die Eingänge hier belegt. Und wir geben einen Stroke. Ziehen an diesem B-Stroke. Jetzt kommen wir an den Ausgang. Das, was hier am Eingang ist, wird der Stroke wieder weg. Die Flipflops halten ihren Wert. Die halten das Atemnis, der hält seinen Wert, den ich hier angelegt hatte. Das Job wieder weg ist. Das B-Register hält seinen Wert, wenn das Job wieder weg ist. Und zwar so lange kann eine Eingänge passiert, was will, so lange bis ich wieder hier zum Impuls gehe von außen. Sonst Job. Wir sorgen also hier dafür, dass diese Eingangskombination, diese Zahl, die wir addieren möchten, hier unten stabil anliegt und sie liegt so lange hier unten stabil an, wie wir hier. Diese Leitung dann in Ruhe lassen, nachdem zwei Mal überlaufen waren. Und hier genauso. Es liegt also an dem Addierer das A an, hier oben, das B, hier aus diesem gelben Kasten. Jetzt kann der Addierer mit seinen Eingängen rechnen. Ich habe schon gesagt, es braucht einen Augenblick. Gar keine Durchlaufzeit. Aber der Funktionär auch unser Carry, was ich da durcharbeiten muss, außer wir haben der Relocation-Karte. Nach einer Weile haben wir aber ihr Ergebnis hier fertig berechnet. Wie lange diese Weile dauert, das muss sich der Hardware-Konstruktor überlegen. Kann die Schaltung mal simulieren, da stellt er noch ein bisschen was drauf und dann weiß er, weil er eine Zonschaltung gebaut hat, der das Ergebnis in einer halben Handsekunde berechnet. Also, nachdem ich hier, ich gebe hier das A-Strom, gebe das B-Strom, sind jetzt beide drin, sind jetzt beide weggenommen. Und dann gebe ich eine halbe Nanosekunde, dann gebe ich hier unten Zeit und dann gebe ich hier einen Summen-Strom. Wenn ich den Summen-Strom hier gebe, übernimmt dieses Summenregister das, was hier anliegt,
von der Alternative. Und hat dieses Ergebnis gespeichert. Und hält das Ergebnis. Bis sich dem Sohn und die Sünde sagen, das, was hier die Addierer ausgerechnet haben, in dich hinein. Also der Ablauf zum Addieren ist gegeben. Wir legen hier die Eingänge, den ersten Vorhanden an, eben das Passwort, legen später dann an, und bereiten hier das B an. Bistro, das sind die Tierheim. Jetzt wird gerechnet, addiert, laufen bis die Überträge sich fortgepflanzt haben und so weiter. Dann holt man die Sünde hier unten ab mit dem Sündenstrom und schreibt das Ergebnis hier rein. Aber dann an diesem Ausgang von unserer Addierschaltung das Resultat anhaben. Eventuell, dass sie das überlaufen. Was wir jetzt gebaut haben, ist etwas, das nennt man schon eine Art. Was das Wort Adam bedeutet, das werde ich Ihnen am Nachmittag erzählen, was das Abkürzung bedeutet. Das, was Sie hier an dieser Stelle sich merken sollen, ist, wir brauchen ein Eingangsregister, eine Ausgabe für zwei Eingangsregister, für den einen Apparat, für den anderen Apparat, und wir brauchen ein Ausgangsregister. Diese Liste bauen wir aus Flugplatz, das wir in der Duell, den wir jetzt zeitlich entkoppelt haben. Von, weil wir den Eingang berechnet haben und den Eingang berechnet haben. Und das Ergebnis haben wir auch zeitlich entkoppelt. Das ist die Ahnung, die also das Register schreibt, das Register schreibt, berechnet sind. Wir haben das Resultat hier zuverlässig können. Also die Liste, der Gierschalter, sorgen wir für das jeden Schaltkreis haben. Wir haben zu einem definierten Zeitpunkt Eingänge übernimmt und dann zu einem definierten Zeitpunkt den Ausgang fertig berechnet. Das Resultat fertig berechnet. Damit wünsche ich mir jetzt erst nochmal einen angenehmen Tag. Bis wir uns dann 4 Uhr hier wieder sehen.